So, hallo. Ich muss mich erstmal an das Mikro gewöhnen. Ich würde den außerordentlichen Bezirksparteitag Niederbayern gerne eröffnen. Ich begrüße euch alle recht herzlich und wir machen jetzt erstmal ein wenig Formalfu. Die erste Frage ist, wir brauchen eine Versammlungsleitung. Da haben wir den Dietmar Hölscher als Bewerber und ich bitte die Akkreditierten darüber abzustimmen, ob sie den Dietmar als Versammlungsleiter haben möchten. So, das sind die Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Offenbar nicht. Gut, damit übergebe ich das Mikro an Dietmar, der sich dann um alles Weitere kümmern wird. Viel Spaß. Ich danke dir und ich danke euch für das Vertrauen. Dann haben wir noch viel Formalfu. Erstmal die Standards. Müssen wir abstimmen über Zulassung der Öffentlichkeit. Wer ist dafür? Geo-Antrag, bitteschön. Geo-Antrag auf geheime Abstimmung. Also steht es in der Satzung, dass es zulässig ist? Das war eigentlich nur eine schöne Frage. Und bitte. Gut, haben wir dazu Redebedarf? Also es gab einfach so viele Schwierigkeiten, die im Bezirksverband Niederbayern eingetragen wurden. Deswegen haben manche vorgeschlagen, dass man das zumindest das Rederecht von Gästen ausschließt, beziehungsweise die Öffentlichkeit ausschließt, um einfach mal in diesem Bezirk mal wieder Ruhe zu bringen. Gut, also was mit kurzem Blick in die Fraktion tätigen oder beziehungsweise. Gut. Ich will es jetzt nicht wollen. Es müsste ein Antrag werden, in deinem Sinn, Matthias, jetzt Gäste eben nicht zuzulassen. Ja. Kann ich den so auffassen? Ja. Gut, dann müsste man darüber abstimmen. Ich kann übrigens noch nicht geheim abstimmen. Verlangst du noch geheim abstimmen? Ja, vermutlich. Ich will nicht geheim abstimmen, der Privat. Okay, können wir noch nicht abstimmen, wir haben noch keinen Wahlleiter. Nachdem, okay. Bist du einverstanden, dass ich das erstmal zurückstelle? Okay. Dann machen wir es anders. Dann beschließen wir zunächst einmal eine Geschäftsordnung. Ich schlage die Geschäftsordnung des Landesparteitags vor, die auch auf der Wiki-Seite des Bezirksparteitags veröffentlicht war. Und bitte um die entsprechende Abstimmung. Redebedarf? Ja. Bitte? Ich hoffe jetzt nicht, dass in der Geo drinsteht, dass mein Antrag nicht zulässig ist. Nein, steht nicht drin. Dann ist okay. Frage erstmal. Ja? Ist es die gestern auf der, also vom Bezirksparteitag dort runter Geschäftsordnung verlinkt ist? Richtig. Okay. Mhm. Gut. Dann stimmen wir das schnell, dann habe ich was Organisatorisches. Passt. Alles klar? Okay, hier ist es die Abstimmung über die Geschäftsordnung, die auf der Wiki-Seite entsprechend verlinkt war. Ich sehe, das ist positiv, wir haben eine Geschäftsordnung, das ist sehr schön. Vielleicht gibt es eine Gegenstimme.
ist vermerkt. Ja, da kommen wir dann gleich dazu. Dann weitere Formalfu. Damit wir was abstimmen können, brauchen wir einen Wahlleiter. Ich schaue gerade Torwald vor. Ich glaube, der kann das. Abstimmung? Okay, mit einer Gegenstimme. Drei Gegenstimmen? Hinter mir? Oh, Entschuldigung, die haben wir nicht gesehen. Okay. Dann trotzdem herzlichen Glückwunsch, du hast den Job. Ist so nicht vorgesehen. Ein Wahlleiter wird jetzt bestimmt, was dann los ist. Oder? Also ein vorläufiger Wahlleiter ist so nicht vorgesehen, der wird für die Versammlung gewählt. Wenn du Anmerkungen hast, bitte. Es geht ja darum, dass man Das ist de facto in der Satzung geregelt. In der Satzung steht, die Öffentlichkeit ist zulässig, sofern kein anderslautender Antrag Also es wird erstmal gescreent, dass der entsprechende Antrag dort ist. Das steht so in der Satzung. Das ist also soweit jetzt kein Problem. Gut, wenn da in der Niederbayerischen. Gut, tu das. Also ein vorläufiger Wahlleiter ist nicht möglich. Das ist schlicht und ergreifend hier vorgesehen. Der Torwald hat soweit den Job mit 2 Gegenstimmen. Und herzlichen Glückwunsch. Dann wirst du einen Wahlhelfer brauchen, der ist sogar vorgeschrieben. Wir bräuchten einen Freiwilligen. Weiter? Gut, wir stehen Einverständnis von Walter als Wahlhelfer. Gut, ich sehe keine Gegenstimme. Ich habe hoffentlich nichts übersehen. Danke. Jetzt bräuchte man ein Protokoll. Und dazu wird noch ein Freiwilliger gesucht oder eine Freiwillige. Wie? Oh. Freiwillige fürs Protokoll, ohne geht's nicht. Egal was passiert. Als Netz lässt sich organisieren. Du willst uns ködern, oder? Ja. Ich werde hier erpresst. Ihr kennt es über meinen Hotspot, nein. Ja gut, dann schauen wir mal. Ich werde dann gleich da. Machen wir das dann gleich und dann kann ich das wohl machen. Gut, in welcher Form? Wäre das Joffe, würdest du? Oder Grüner? Könnt ihr zusammen Patch schreiben? Also ich will einen Namen, über den wir jetzt abstimmen und einen, der mithilft. Also sprich. Du bist besser. Und außerdem hast du besser. Okay, also Carina wird das Protokoll übernehmen. Besteht da Einverständnis? Ich sehe keine Gegenstimme. Grüne, du hast den Job, danke dir. Und Schoffi würde helfen. Besteht da ebenso als Einverständnis? Ich danke euch, du hast den Job. So, jetzt werden die Vorläufigkeiten soweit geklärt. Dann hätte ich noch eine Bitte. Ich würde jemanden suchen, der dieses wunderschöne Handmikrofon an die Redebeiträge verteilt, damit jeder was davon hat. Da bräuchte man einen Freiwilligen, der es einfach austeilt. Wäre vielleicht super, wenn es kein aktiver Teilnehmer wäre, sondern ein Gast. Ja. Es dürfen sich auch Bufos melden. Gut, machen wir dabei so weiter. Dann geht es eigentlich an den strittigen Punkt dran, die Zulassung der Öffentlichkeit. Ja.
Also du stellst den Antrag, die Öffentlichkeit für diese Versammlung auszuschließen, habe ich das richtig gesehen? Okay. Gut. Und das in geheimer Abstimmung? Ja. Okay. Begründung ist einfach, weil Unfrieden von außen in den Bezirk getragen wurde, wurde mir vorgetragen und stelle das stellvertretend. Okay, sehe ich soweit kein Problem, dann führen wir das einfach durch. Torolf, du hast den ersten Schritt. Gut, ich hoffe, ihr habt da Papier bekommen dafür. Habt ihr nicht, dann brauchen wir Papier. Wir brauchen Abstimmungszettel für eine geheime Abstimmung. Ja, okay, gut. Also davon, dann müssen wir erstmal eine Abstimmung machen. Nein, das müssen wir nicht machen. Marc, es tut mir leid, es wird nicht abgestimmt, sondern wir brauchen nur eine Person, die das geheim haben will, und die haben wir. Das kann ich leider jetzt nicht. Ich kann die GO nicht ändern. Also wir haben jetzt eine geheime Abstimmung abzustimmen. Das sieht die Geschäftsordnung so vor. Also ich brauche jetzt Stimmzettel für eine geheime Abstimmung. Ja. Ja, Dietmar, es gibt die Geschäftsordnung jetzt. Okay. Die Geschäftsordnung sieht vor, wenn einer das abbildet, dann findet es statt. Entschuldigung? Ja, okay. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, der Antrag selbst braucht aber 10 Unterstützer. Das heißt, wir müssen über den Antrag nicht abstimmen, aber der Antrag auf die geheime Abstimmung selbst braucht 10 Unterstützer. Die müsst ihr beibringen, sonst ist der Antrag selbst nicht gültig, das steht so in der GO drin. Wenn der Antrag dann da... Ich habe extra gefragt, ob diese GO das so vorsieht, dass wir die nur annehmen, wenn mein Antrag durchgeht. Und jetzt kommen mit 10 Unterstützer. Kann nicht sein. Die GO steht drin, das ist so geregelt. Wir haben die GO abgestimmt. Ich habe extra nachgefragt, ob mein Antrag... Der Antrag ist gültig, du musst nur 10 Unterstützer beibringen. Was steht drin? Also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, in dem, was auf der Wiki-Seite steht, aber was das, was wir abgestimmt haben, du brauchst die Zustimmung von 3 Stimmberechtigten. Okay, 1, 2, 3. Haben wir 3 Zustimmungen? Okay, haben wir. Dann müssen wir. Gut, dann kommen wir jetzt dazu. Dann brauche ich bitte Stimmzettel für eine geheime Abstimmung für alle Akkreditierten. Okay, jeder Akkreditierte bitte zu Marc mit der Nein-Karte bitte. Ich brauche nur Ja, Nein oder was auch immer du hast. Wie sieht das Stimmzettel aus? Nee, was steht drauf? Eins ist der Herz. Okay. Haben jetzt alle Akkreditierten ihren Stimmzettel bekommen? Nein, okay. Ich warte noch einen kleinen Moment. Thank you.
So, nochmal die Frage, hat jetzt jeder den Stimmzettel oder gibt es noch Leute ohne Stimmzettel? Dann bitte jetzt bemerkbar machen. Gut, dann erkläre ich jetzt kurz, was wir abstimmen nochmal. Also es gibt einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit von diesem Bezirksparteitag. Ich erkläre kurz, was das bedeuten würde. Das würde bedeuten, dass sämtliche Leute, die nicht Mitglied des Bezirksverbandes sind oder formal irgendwie eine Aufgabe auf dieser Versammlung haben, von der Versammlung ausgeschlossen werden. Das würde bedeuten, dass der Bundesvorstand nicht dabei wäre, dass sämtliche anderen Gäste aus anderen Bezirken nicht dabei wären. Das würde formal sogar heißen, dass wir die... Bitte? Der Stream wäre weg. Das würde auch heißen, wir müssten eigentlich auch die Bedienung rausschmeißen, denn die ist auch Gast in dem Sinne. Also nur damit klar ist, worum es jetzt geht. Ich bin Wahlleiter. Damit bin ich Teil der Versammlung und damit... Ich will nur kurz erklären, worüber wir hier abstimmen, damit die Leute wissen, sich... Entschuldigung, aber ich möchte wissen, dass die Leute wissen, worüber abgestimmt wird. Das ist notwendig. Ich erkläre jetzt nur, welche Auswirkungen diese Abstimmung hätte. Das heißt, es bleiben wirklich nur noch die Leute hier in dem Saal, die Mitglied des Landesverbandes Niederbayern sind, zur Versammlung gehören oder Bezirksverband, Entschuldigung, oder der Landesvorstand bleibt natürlich als geschäftsführender Vorstand ebenfalls Teil der Versammlung. Das ist jetzt nur kurz zum Verständnis, darüber wird abgestimmt. Ihr habt einen Wahlzettel mit den Optionen 1 bis 9. Wir verwenden nur die ersten beiden. Das heißt, wer für den Antrag stimmt, das heißt, wer für den Ausschluss ist, kreuzt bitte Wahlvorschlag 1 an. Wer dagegen ist, kreuzt bitte Wahlvorschlag 2 an. Das heißt, wer möchte, dass die Gäste ausgeschlossen werden, bitte Wahlvorschlag 1 ankreuzen. Wer dafür ist, dass die dabei bleiben, bitte Wahlvorschlag 2 ankreuzen. Wenn ihr damit fertig seid, faltet den Wahlzettel bitte einmal und kommt mit eurer Ja-Karte nach vorn hier zur Wahlurne. Die Runde ist zu klein. Jetzt haben wir bei Oma die gesagt.
alle die Abstimmung haben abgestimmt? Wenn nicht, bitte den Meister machen. Damit schließe ich den Abstimmungsraum einmal kurz aus. Wer gucken möchte, kommt in die Herkunft. Ja, okay. Wir haben durchgezählt, es haben alle 17 Teilnehmer abgestimmt. Wir haben 9 Stimmen für den Ausschluss der Öffentlichkeit, also für die Nichtzulassung von Gästen. Ron, damit möchte ich dich bitten, den Stream abzuschalten. Und ich muss alle Gäste.